Wir haben ein komplett falsches Bild oder eine komplett falsche Vorstellung von unserer Welt. Und das muss geändert werden. Das heißt, die Frage, was ist, darf nicht mehr gestellt werden. Man kann nur noch fragen, was passiert. Dieses Verständnis von Verwirklichung und Potentialität ist der Unterschied zwischen dem alten und neuen Denken. Meine Sicht vom Leben nach dem Tod hat sich im Laufe der Jahre verändert. Als ich Mitte der 80er Jahre das Bewusstsein als Basis des Seins entdeckte, war es mir nicht wichtig, was nach dem Tod passiert. Sobald ich verstand, dass Materie auf dem Bewusstsein basiert, konnte ich mir auch vorstellen, dass es einen nicht-physischen Verstand, einen nicht-physischen Energiekörper und einen nicht-physischen Körper geben kann. In dem Moment, in dem das Herz aufgehört hat zu schlagen, verlassen Sie Ihren physischen Körper und bewegen sich durch eine Art Tunnel auf ein Licht zu und finden sich auf der anderen Seite in einer liebevollen, unbeschreiblichen, hellen und fantastischen Umgebung wieder. Ich denke, diese Erfahrung zeigt uns eindeutig, dass unsere Existenz weit über das normale Leben hinausreicht und unser Verständnis über die Natur des menschlichen Geistes sehr begrenzt ist und wir unser gegenwärtiges Weltbild überdenken müssen. Das Universum ist viel großartiger und umfassender, als wir bisher dachten. Meine Erfahrung zeigt uns, dass die Natur des Bewusstseins umfassender ist und wir begreifen sollten, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ja, das ist, was ich nenne, die erweiterte intuitive Sensitivität. Man hat Zugang zu diese andere höhere Dimension, zu dieses nicht lokale Bewusstsein. Und meistens ist es nicht möglich, um das bewusst zu machen. So diese Information kommt, ohne dass man das fragt. Ich denke, dass für neue Ideen brauchen wir keine neue Studie, aber wir brauchen, dass die Studie bekannt sind. Wir brauchen, dass Menschen wissen, was wir gefunden haben. Und da ist noch immer ein großes Tabu. Wenn der Seelenleib ganz draußen ist, leuchtet der Seelenleib in der Aura des Menschen, da das Emotio ist, leuchtet es wie die Sonne. In einer durchscheinenden Lichtgestalt und auch im Aussehen, dem Alter nach, wie dieser Mensch sich am wohlsten gefühlt hat, meistens so die Mitte des Lebens.